Zeit. Oder wie stark ein Gegner sein könnte, wer einer Crew gehört und was. Okay, also kann man schön vorher abscannen. Nice. Den Scanner. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Warnungsdatenbank ist auch gar nicht mehr so schlecht. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Was ist mit dem Neurovirus? Vom letzten Job. Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Ich weiß, ich weiß. Ist jetzt echt schärfer geworden, ne? Ich habe schon zu den Grafikeinstellungen geguckt, wo ich diesen Bloom-Effekt wegbekomme. Uff. Sehr witzig. Das lag am Spiel selber. Der Herzchakra scheint mir etwas daneben, Babe. Ich kann's wieder richten. Aber du musst dich von negativen Dingen fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Mein Stream läuft wieder perfekt. Danke, Misty. Vodafone hat das Problem gelöst. Pflege, Baby. Also ab sofort wieder beständige Streams. Wird nur schlecht, wenn du es nicht tust. Und mich wundert's echt, dass dieses Spiel mit Stream und Videoaufnahmen noch funktioniert in der Grafik. Wie? Hör mal, hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Okay, dann mach ich mal Werbung für uns. Du bleibst hier, oder was? Scheint. Triff dich mit Dex. Okay, machen wir. Nicht die Meister eurer Erinnerungen. Denn eure Augen, ich habe eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Aus Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Warum schwebt denn dieses Auto? Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber das war gewollt, glaube ich. Du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Oh Mann, ich fahre doch gerade Auto. Irgendeine Takedowns. Hier Quick Hacks und nicht tödliche Waffen. Okay, ja, das habe ich auch schon gerade mitbekommen. Interessiert mich jetzt nicht. Den müssen wir töten. Halt, stopp! Das war er. Ballert. Park einfach mal hier. Aussteigen. Hallo. Aussteigen. Steige ich nicht aus. Warum ist jetzt das Radio an? Ich muss F gedrückt halten. Lost, sorry. Hallo. Ach, jetzt kommt dieser Typ hier, ne? Oh ja, oh Mann. Ja, dann. Auf in die Qualmhölle. Yo, Mr. V. Ein Vergnügen. Dexter DeShawn leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich.
Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Cobra, weil gerade genug Gespräche waren, die interessanter waren. Also im Auto. Mr. V. Ja, ist ja gut. Entweder du bist Mr. Somebody oder du versinkst im Nichts. Night City lässt keinem eine Weile. Also ich verlasse mich da auch nicht. Oh doch. Nicht seit den ganzen Musikbands. Job bin ich immer Mr. Chill. Aber wer meint, das ausnutzen zu wollen, lernt die Bestie in mir kennen. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip, genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Schätze, der gehört einem Konzern. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, Mann. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? Zwei Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig, will mit einem vom Team plaudern. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Leg den Splitter ein. Hab einen echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor zwei Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Der Konzern echt so übel Death oder was? Dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann. Sagst du nicht, zock heute Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis drei Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen, und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Scheiße, müssen wir jetzt wieder zurückfahren, oder was? Noch ein bisschen Smalltalk hier machen? Hallo?
Eins noch, Mr. B. Hä? Ruhiges Leben oder ruhig draufgehen? Wir sehen uns. Uff, das ist hart, das. Also eigentlich informiere ich mich über die Spiele, die ich kaufe. Bestimmte Handlungen bringen die Street Creed ein. Für mehr Street Creed einen Namen in der Unterwelt von City. Völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Ja, wie zum Beispiel spezielle Hardware kaufen. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Gorlito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er meinte, er will sehen, was wir drauf haben. Aber ich habe das Gefühl, er schmeißt uns mit Maelstrom und Militech in den Ring. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber... Kein Plan, ob die uns helfen kann. Qingong. Qingong? Du klingst nicht begeistert. Was weißt du über Royce? Und der Typ ist besonders durchgeknallt. Royce schnüffelt Chrom wie Junkies Drogen. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tuschen anbaggern. Ey, wie soll man denn hier draufsitzen? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Denke, wir sollten erst bei Maelstrom anklopfen. Und zwar ziemlich laut. Bralle, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. So. Oh, jetzt müssen wir noch drehen hier. Meine Ausfahrt hier verpasst. Natürlich, ah, oben, okay. Okay, das ist richtig. Alter, diese Steuerung, Mann. Ah, da bist du ja. Kommt jetzt mir ins Auto? Aussteigen, lange F gedrückt halten. Da komme ich irgendwann rein. Irgendwann haben wir's. Hi. Vaya por fin. Lass hören, was du rausgeholt hast. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Auf jeden Fall, Andi. Teil holen. Hast du schon einen Plan? Wir kaufen ihn ab, aber wir haben kein Geld. Oh mein Gott, warte mal ab, das kann ey. Das nicht glatt laufen. Wir reden von Maelstrom. Bei den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt und überlebt. Entweder du fickst oder du wirst gefickt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Los geht's. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Ich hasse diese Cyborg-Wichser. Ey, hey, fährt er mich an? Na, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, Affe. Nimm die Valentinos, die
glauben an Gott und die Santa Maria.